Wir sind wieder zurück in einer neuen Runde von SSL. Wir spielen wie im letzten Stream 200p Rebound FFA Items Off. War irgendwie ganz geil. Diese 200p All Shot, da haben wir ja doch irgendwie ein Stündel davon gezockt. Ich mache die Folge jetzt gerade am Donnerstag. Ist das Donnerstag? Ja, doch, Donnerstagabend. Wir haben 0 Wind. Oh. Wo ich eigentlich dachte, vielleicht kommt das Stream, aber es wird zeitlich aber knapp, weil das Stream mit 30 Minuten kann man machen. Ja, so kurz. Ach komm, Alter. So ein kurzes, spontan Stream, der halt irgendwie nur 20 Minuten geht. Ja, ich weiß nicht. Weil ich danach auch wieder gleich weg bin. Ja, das wird natürlich jetzt zur Zerfickung hier. Deswegen einfach mal ein wenig. Nee. Aber das wird vielleicht jetzt zur Zerfickung für die. Death Shadow 50 mal 3. Jetzt hätte ich was abgedrückt. Wir spielen übrigens nicht mit Controller. Seht ihr, dass unten nichts eingeblendet ist. Jetzt wird's aber. Jetzt wäre es mal interessant, wenn ich jetzt den Controller anstecke, ob es dann erkennt, wenn ich ihn abstecke, ob das dann immer noch buggt, weil es war nämlich mal so. Das, ja, das ist der D-Sync, da gebe ich auch keinem die Schuld. Mir macht es aber sogar was toll getroffen. Wenn ich ihn ausstecke, dass ich immer noch diese, ja, die Tastenbelegung quasi da gehabt habe. Haben wir 200 HP gespielt? Das waren noch was 100. Aber wir haben noch was 100 HP gespielt oder nicht? Oder waren es 150? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Wäre mal interessant, kann ich dann mal gleich machen. Helikopter zurück, die stehen ja zu dritt eigentlich ganz geil. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt da drauf schieße, dass es nicht dahin geht, sonst trifft es mich. Das wäre jetzt das einzige Problem an dem Shot. Samstag, warum ich die Folge mache? Samstag, also morgen. Weil, wenn die Folge hier jetzt gerade kommt, bin ich wahrscheinlich noch gar nicht daheim. Das heißt wahrscheinlich, das wird es. Ja, genau, das wollte ich haben, Mama. Fast 120, also jeden hat am 2 getroffen. Oder Grit, weiß ich nicht. War auf jeden Fall nicht mega scheiße. Das ist eine ganz schlechte Idee, Johnny. Und ich habe nämlich mal Ace Edge. Oh ja. Vielleicht auf Rexana bin gehen. Ja, danke. Ja, ich will nicht, glaube ich, auf Muffin vielleicht gehen kann. Der wird nicht ganz einfach. Turntime auf 30, was tatsächlich. Oh, oh fuck. Muffin. Warte mal, hat er nicht. Der hat voll kassiert, oder nicht? Hatte der nicht gerade noch Armor? What the fuck? Hatte der nicht gerade noch Armor? What the fuck? Also, wie gesagt, morgen, auf was ich eigentlich hinaus wollte, morgen machen wir einen Stream. Wo mal? Was wollte ich denn da eigentlich machen? Ich wollte irgendwas etwas Specialiges machen, was ich weiß gerade echt nicht was. Habe ich letztens früh gesagt, was war denn das nochmal? Das war auf jeden Fall kein einziges Shot-Projekt. Vielleicht machen wir. Fuck. Vielleicht machen wir es aber auf jeden Fall gerade 2 Stunden. Fuck, ich wollte was anderes machen. Es war. Boah. Wer es weiß, mir fällt es bis Samstag eh ein, weiß ich jetzt schon. Bloß wenn er das jetzt so erzählt, ich schreibe sowieso wie Pinata, ey. Und ich schreibe da, ich kann nicht mal einen Kommentar drunter schreiben, weil ich um die Uhrzeit wahrscheinlich gar nicht da bin. Vielleicht schreibe ich es noch in die Beschreibung, irgendwo steht's oder in die Kommis, weiß ich nicht. Jo, alles klar. Heute 12 Damage gemacht, läuft. Krieg super, Bouncy Ball 100, das war Full Damage, Full Distance und somit auch Full Damage. Was wollte ich denn jetzt da machen? Jetzt weiß ich es selber nicht mehr. Ein Brain hier gerade wieder am Start. Ich sag, update-technisch gibt es eben weiter nicht viel zu sagen, weil nichts passiert ist. Die Map haben wir auch schon angezockt, die ist jetzt auch nicht so spannend, dass man das sagen muss. Oh, nein. Alter. Super. Alter, mit Super Pixel hat er schon mal gut. Wie viel macht er dann? 45? Nein. 40. Normaler. Ich glaube 45 sogar, ja. Summoner 76, bin das nicht ganz so einfach. Schauen wir mal, was aufkommt. Eigentlich muss es. Wohl dann ist es da drin die ganze Zeit, denn es ist so oder so scheiße, der Schuss. Also ich lasse mich jetzt überraschen und hoffe, dass was Scheiß bei rumkommt. Eingeloggt ist. Könnte auch im Internet sein. Nö. Genau da gelandet, was ich mir schon fast gedacht hätte. Mein Ding wäre wieder gewesen dahin, dass es ein wenig rumglitscht und ich ein wenig treffe vielleicht. Oder
zurückkommt auf die Richtung. Jetzt haben wir schon so die Sache, weil ich gestern gefragt habe, durch welches Portal ich lieber schieße, durch Blau oder Orange. Da sehe ich da einen ganz guten Fall, dass du beides nutzen könntest. Dahin, da raus, da drauf und dann irgendwie hoffen, dass du was triffst. Oder du schießt da durch, geht da raus und du triffst da in einem anderen Winkel. Gescheiter ist hier, weil du brauchst einen steilen Winkel. Treffen mussten halt auch erstmal. Ist hier nicht ganz so easy. RB Level 4 gibt es in der Folge nicht. Haben wir schon mal gemacht. Ah, da kommt der Ball an, glaube ich. Oh doch. Oh fuck. Das, meine Freunde. Das, meine Freunde, war einfach geil. Dass das auch noch funktioniert hat. Dass das auch noch funktioniert hat. Dass ich an diese Bande noch komme, hätte ich im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht. Wahrscheinlich kill ich mich jetzt selber. Ja, kommt die Dexter natürlich genau richtig, ne? Lieber gar nichts treffen, bevor ich mich treffe. Wer da gestanden wäre, der hätte 200 kassiert. Fireball macht 202. Full Damage, No Grid, wenn du alles triffst. Und ihr hätte alles getroffen. Und ich habe natürlich Grid gemaxt. Heißt, ich hätte wahrscheinlich auch so 200. Ja, je nachdem, ob es jetzt nur Feuergrid ist oder die Treffer selber, wären 250 drin gewesen. Massive Shot mit beiden. Wenn ich gritte, könnte ich beide, quasi einen von beiden safe killen. Musste aber erstmal gritten, das ist nicht der Fall. Der Litter, Radar, was auch immer, hätte, keine Ahnung, weiß gerade nicht, was mich gekillt hat. Aber der Schuss macht die Runde sowieso perfekt. Ich merke gerade, die Folge kommt am 420 GZ. Aber gut. Und ja, ich weiß jetzt gerade 71, habe ich gerade selber getroffen? Ich hatte gerade 80 XP, da stimmt, warum ich jetzt 71? Minus 9? Ich habe mich in der Runde nie. Ich kann mich in Massive Shot gar nicht selber getroffen haben. Weil ich stand da und das war mein Radius hier. Der fängt da an und hat da ungefähr seinen Tiefpunkt. Kann gar nicht meiner gewesen sein. Also, dass ich mich getroffen habe. Jetzt habe ich wieder 80. What the fuck? Und habe ich 9 XP gerade gemacht? Ich habe gerade 9 XP gemacht. Die waren nicht addiert. Also waren schon mal addiert, waren sie wieder subtrahiert, dann sind sie wieder addiert geworden. Aber ob das zählt. Was ich auch gerade so richtig sehe, ich glaube, da unten diesen Schatten, den hat er. Diese Schattentextur hat er geändert oder war das schon immer so da? Ich meine, da unten, ach, das sehe ich sowieso kaum, weil in der unteren Ecke steht da wegen das Mikrofon. Ich meine, ich sehe die XP, aber diesen Schatten, da achte ich nie drauf. Sehe ich gerade zum ersten Mal. Und ja, ich weiß, so ungefähr 2 Minuten bevor die Folge, bevor ich jetzt aufgenommen habe, habe ich gesehen, dass wieder eine Gronkh-Folge kam. Warum ich das so oft anspreche, ist einfach der Grund, weil ich da ungefähr in 2 Seiten Kommentar schreibe. Und naja, das ist halt das, was ich halt schau und so. Keine Ahnung. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, was ich dazu schreibe. Ihr müsst ja deswegen nicht schauen. Ich kann auch mal was falsch schreiben. Das ist nicht, dass ich alles richtig schreibe. Ich meine, ich habe 1067 Stunden. Aber trotzdem kann da mal was falsch geschrieben sein. Ich kann das ganze Spiel in Textform erklären. Ich meine, ich habe jetzt 2 Kommentare gehabt mit. Wenn du den Word schreibst, werden es schon 2 Seiten gewesen sein. Jetzt einfach so, einfach nur kopiert eingefügt, werden schon 2 Seiten gewesen sein. Was auch nicht immer alles spielbezogen war. Wenn die jetzt auch noch trifft, dann war es auf jeden Fall ein Kill. Ob es jetzt self, okay, alles klar, mit dem mal 2 GG. Jakob kriegt's, auch scheiße Caps. Brummers drehen, weil ich gerade in Steam Olay bin und aus Versehen aufs Caps gekommen bin. Was wollte ich jetzt eigentlich nachschauen? Genau, die Bouquet war nämlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich mag Timo. Wir machen bloß 150 AP. Ich weiß nicht, was wir gestern für ein. Oh, das ist immer noch glitchy mit Team und Elo. Also wie gesagt, lest es euch durch. Und wenn was nicht stimmt, ich kann nicht oft an, weil ich schreibe den quasi nachts. Schau früh eigentlich gar nicht rein, weil Handy schreibe ich nie einen Kommentar. Ist mir übrigens viel zu aufwendig. Ich schaue höchstens rein mit am nächsten Abend. Und kann ein wenig dauern, jetzt wo Wochenende ist, da wird es vielleicht nicht so lange dauern, aber das wird, ich habe es noch nicht gesehen, die dauert 37 Minuten, das wird vorerst die letzte sein, also von der Aufnahmesession von denen, also nicht meine Folge, ne, nicht meine, von ihnen die Aufnahmesession, haben nämlich gesagt, die machen nur 3, nein, nicht genau auf ihn nachkommen, Alter, wieder alles verschossen, ey. Ja, wenigstens da noch ein Doppel-15er, oh, wenigstens. Und ich weiß nicht, da ich das Aufnahmesession war, lesen Sie, kommt da, wenn Sie den vielleicht lesen,
Vielleicht spielen sie noch ein paar Runden, weißt du nicht. Na, ja, ist ziemlich. Ich meine, ich schreibe den jetzt wieder recht spät, bis ich mit Aufnahme fertig bin, ist 9, bis ich die Show aus 3/4 10, weil es ist fast 37 Minuten. Oder wegen drüber, das dauert dann ein wenig. Bis ich den dann noch schreibe und so, also checkt den ab. Gebt nochmal einen Daumen nach oben, dass er recht weit oben gelistet wird. Weißt du nie. Wow. Und nein, ich will damit jetzt nicht zeigen, dass ich die Runde mitspiele. Das ist von vornherein ausgeschlossen, dass das nie der Fall sein wird. Aber dass der Kommentar wenn gesehen wird. Ich meine, wenn er nicht gesehen wird, ja, okay. Ist dann auch nicht schlimm, aber gut. Was ich eigentlich machen wollte noch, wieder mal Kommis durchchecken. Warum denn aus? Ich hab da mal was gemacht, Alter. Schaut doch, wo mein Rohr hinzeigt. Geh in Westen. Scheiß doch Jakob an oder wer auch immer das jetzt war, aber weißt du nicht. Ich hab Fleet gehabt und hab 29 gemacht. So, da. Wow. Den kann man nur verschießen. Den kann man nur verschießen. 15 Wind wird doppelt abgelenkt. Fuck, wird das jetzt Falcon Heavy. Was? Boah, habe ich keine Ahnung, wo ich hinschießen muss. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Das war viel zu weit, ne? Oleg! Immerhin, Alter. Immerhin noch 60. Bin ich zufrieden. 16 XP, absolut. War knapp. Nein, 60er Porsche. Ja, was denn, Alter? Wenn es halt K30er war, dann war es halt K30er. So, gib mir Dual Roller. Vielleicht, je nachdem, wo man ankommt, wird es noch auf 40er. Dass man zwei Projektile treffen muss. Ich glaube, da werde ich eins höher zielen müssen. Könnt so. Ja, sehe. Ach, komm, jetzt springt der drüber. Ja, aber war schwerer Schuss. Hard to hit. Five Bolt ist da oben, haben wir gerade selber verbockt mit der Spitze da, da üben wir irgendwas verbockt. Ich werde wahrscheinlich echt anfangen, die Ballerei. Du hättest doch treffen können. Boah, leck. Man nimmt die 6 Schaden, kassiere ich gerade, aber gut. Kassiere ich gerade, ja, das war Bad Game. Das war mal ein Bad Game, sage ich ja mal. Kommentar Livestream Highlights 007, am Anfang, im Titelschild 7, am Anfang Hashtag 06, da gab es dann mal die Sache. Das, ich glaube, das steht sogar, habe ich das nicht irgendwo hingeschrieben? Die Goats, die Wicked Witch war auch wieder nice. Das war. Fuck, da gab es einen Grund, warum das. Ich glaube, da kamen beide fast hintereinander oder sowas. Irgendwas war da mal. Also es war auf jeden Fall nicht die Absicht. Ich habe das, glaube ich, ein wenig geändert. Oder kam, ich glaube, da kam ein Secret Shot noch mit rein. Dann gab es gestern im Stream so die Sache, ob man eine Community-Handynummer quasi macht. Also quasi eine WhatsApp-Gruppe, in der ich quasi mit drin wäre. Mein erster Mal war auf jeden Fall ein klares Nein, weil ich meine private Handynummer nicht hergebe. Die haben sowieso schon theoretisch genug Leute, weil so 250 Leute in einer WhatsApp-Gruppe Uni und so. Die ist so oder so schon gefühlt über halb Deutschland verstreut, sagen wir es mal so. Wobei keine Sau speichert sich ja damit Namen an. Das von 250 Leuten habe ich vielleicht von 10 Leuten die Nummern eingespeichert. Na gut, vielleicht ein paar mehr, vielleicht 15 sein. Dann gab es so die Ding, dass ich mir ein zweites Handy mit Zweitvertrag oder halt mit Zweitnummer und dann habe ich auch gesagt, okay, da war ein Zweitvertrag unterwegs und zwei Handys nehme ich definitiv nicht mit, also die Sache ist auf jeden Fall weg. Ich werde hier definitiv keine Community-Handynummer machen, es reicht der Community-Discord. Ich meine, es gibt eine Discord-App auf dem Handy, könnt ihr genauso schreiben. Also, weil ich weiß trotzdem mal kurz gesagt haben, ich weiß nicht, wie man auf die Idee jetzt kam. Ich weiß, dass viele untereinander in WhatsApp und so schreiben. Ich sehe es ja, wenn ich auch im Discord bin, gibt es teilweise Screenshots oder irgendwelche Textnachrichten, wo ich sage, okay, komm, schreib WhatsApp. Ob die jetzt, ob die betreffenden Personen sich schon untereinander gekannt haben, bevor sie quasi auf mein Video gestoßen sind, oder ob es nur durch mein Video so entstanden ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn es vorher schon so war, dann wird es halt extra geschrieben oder vielleicht schon, ich weiß es ja nicht. Ist natürlich immer ganz geil,
wenn sich da verschiedenste Personen außerhalb Deutschland in eine WhatsApp-Gruppe quasi versammeln. Das finde ich ja ganz geil, aber tatsächlich, ich gebe da meine Nummer nicht her und einen Zweitvertrag hole ich mir tatsächlich auch nicht. Ich meine, ihr müsst ja mal so sehen. Ich sage das ja auch immer genug, ich mache hier YouTube eigentlich nicht zum Main. Ich mache das so nebenbei ja wegen mit. Ne? Mein Main ist immer nur mein Studium und. Wir haben so lange zwei Termine nur für quasi WhatsApp, was du unterwegs schreiben kannst. Zahlst vielleicht Billigvertrag 7 Euro, 6 Euro, was weiß ich, im Jahr, im Monat, im Jahr. Sind auch, sagen wir mal, 75 Euro im Jahr, das ist unterhalb nur Handy, ich habe kein zweites Handy. Kannst du sparen. Brauche ich nicht. Und dann habe ich so Dauervibration, dann schreibe ich trotzdem da mal eine Woche nicht zurück. Also, nee, nee, das braucht man definitiv nicht. Es ist startet seit ein paar Wochen nicht. Deinstallieren, neuinstallieren sind bloß 90 MB, ist kein Problem. Wenn das nicht geht, mal Steam komplett neu installieren. Das sage ich jetzt mit vollem Ernst. Ich weiß, dass man dabei mal größere Spiele drauf hat, wie zum Beispiel ein GDA, was so mal 60, 70 Gigabyte hat. Und man hat kein gutes Internet. Ich weiß nicht, wie es bei mir früher war. Da brauchst du wieder 14 Stunden zum Runterladen. Dann einmal Steam tatsächlich, wie gesagt, dann halt neu machen, auch wenn du deshalb mal in Kauf nehmen musst, wenn du wirklich das Spiel spielen willst. Weil dann löscht du den ganzen Cache und im Hintergrund alles mit raus. Sollte zumindest machen. Wenn es dann nicht geht, oder du trotzdem neben Internet hast, dann vielleicht das mal abchecken. Dann gibt es ein bisschen Firewall, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, weil so in der Firewall sollte man nichts ändern. Aber wenn es dann nicht geht, dann halt Catchamp eine Mail schreiben. Das meine ich mit vollem Ernst. Was habe ich denn zu Odyssey gesagt? Habe ich das so gesagt? Kann schon sein. Weiß ich tatsächlich nicht. Es wäre doch extrem geil, wenn mal neue Modi kommen würden. Zum Beispiel einen, der ähnlich ist wie Reborn. Dass man aber anstatt Bumper Portale hat. Was? Und Portal-Skillshots machen muss. Oder das gleiche eben mit Blackouts. Ach so. Ja. Das. Ja. Satzzeichen, Ersatzding war schon richtig geschrieben, bloß ich dachte gerade, was Bumper-Portals, was geht ab? Also, dass du halt quasi statt Bumper-Skillshots quasi Portal-Skillshots machen musst. Also, von mir aus, boah, das wäre richtig weird, weißt du warum? Weil du, wenn du zum Beispiel drei gelbe und drei blaue Portals spawnst, du musst ja wissen, wo kommt der Schuss genau raus. Die müssten dann markiert werden mit 1, 2, 3, so quasi 1, 1, 2, 2, 2, 3, dass du weißt, welche gepaart sind. Wäre aber, glaube ich, recht einfach. Da müsste es noch irgendwie ja Blockade mit reinmachen, weil ganz ehrlich, wenn da eins ist und da eins ist oder 2-2 fast abwegig einfach, möchte ich fast mal sagen. Was ich am Ende des Streams noch gesagt habe, wie wäre es denn, wenn man statt nur Kreisen und Linien Ellipsen hätte oder Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, Dreiecke von mir aus auch noch. Wisst ihr, dass man halt verschiedenste Formen, also nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir haben immer nur Kreise und Linien, sondern wir haben es spawnen random Sachen. Also wir haben hier zum Beispiel ein Dreieck, hier Linie, hier ein Kreis, hier oben vielleicht eine Ellipse. Was ist eine Ellipse, wisst ihr hoffentlich alle. Weißt du, ich glaube, eine Ellipse würde den Schusswinkel oder Einschlagswinkel doch nochmal ändern, gerade wenn du die Spitze triffst von der Ellipse. Also kann man das hier irgendwie aufzeigen? Kann man nicht. Jawohl, Alter. Wenn du zum Beispiel hier diese Ecke triffst, wäre halt dann schon mal gar nicht so schlecht. Da können wir eigentlich fast da auf Vierer machen, ne? Hey, ich habe nichts gekickt, kannst du auch nicht schauen. Mach mal der Vierer, habe auch nichts dagegen. Aber ja, das habe ich ja vorgeschlagen. Wäre ganz klar, aber ich glaube, das ist echt kein Problem. Du musst halt einmal die Geometrie in der Implementierung festlegen. Und dann kannst du ja einfach random spawnen lassen. Zum einen, wie halt das hier auch funktioniert. Zum zweiten kannst du einfach kongruent gestalten. Also quasi, du machst das Dreieck größer oder kleiner, aber die Geometrie ist die gleiche. Gleicher Winkel und so. Und das war viel zu schwach. Geht irgendwo da rein wahrscheinlich. Habe immer gar nicht darauf geachtet, dass wir ja einen Double Räum haben. Der Winkel, der Schuss wäre an sich glaube ich gar nicht so schlecht gewesen. Der wäre dann vielleicht sogar für Nico noch. Der könnte sogar noch treffen. Jawohl, der war von Nico. Muss gewesen sein, weil Lenny hat nämlich Full Damage gemacht.
Okay, warte, den 090-Trick zu Bumper Bombs. Ich kenne den wirklich nicht, also. Ich meine, wenn die Personen nur 408 spielen, und die, dann kann ich nicht weichen. Aber was ist eigentlich mit. Kannst du, also den 090-Trick kannst du mit Make It Rain Bumper Bombs. Ja, nenn einfach zweimal, kannst du hintereinander schreiben, das macht auch keinen Sinn. Kannst verwenden im 408, wenn du es mit dem Wind rüberschweben lassen und dann auf den Bumper auf den Gegner. Ah, er hat gesagt, geht nur mit Wind. Aber er hat gesagt, dass es nur mit Wind geht. Also hoffe ich, dass ich das gesagt habe. Dass es nur mit Wind eigentlich Sinn macht, sonst trifft sie selber. Habe ich jetzt aber tatsächlich auch noch nie gesehen. Jetzt mal blöd gesagt, dass es irgendjemand gemacht hat. Hannes, nice Kommentar, Alter. Das ist einfach voller Ironie. Oder einfach Hass, purer Hass. Wenn man es hoffentlich richtig deuten kann. Was heute da drin ist, das Einzige, was mich stört, ist, dass keine Mikrotransaktionen möglich sind. Ich sag dir, das kommt auch noch irgendwann, obwohl es im Early Access Text drin steht, dass es nicht kommen soll. Es wird noch kommen. Wenn du für Gears Verwendung hast, zum Beispiel, wenn du einfach im Gear Shop noch irgendwie 10 Waffen hast und die alle schnell haben willst. Es wird kommen, aber da musst du wirklich deutlich mehr anbieten, wie bloß ein paar lächerliche Waffen, Maps und Themes. Weil Themes musst du nicht kaufen, Maps musst du nicht kaufen und Waffen eigentlich auch nicht. Es muss dir schon irgendwo auch einen Vorteil bringen, weil sonst kauft sich keiner diese blöden. Ja, Shortcuts wollte ich schon fast sagen, wie es in GTA halt ist. Genau das, was Lennox geschrieben hat, das ist genau das Problem, was ich auch hatte. Sag ich gleich. Es war einfach, dass wenn man die Waffen. Also wenn du die Waffenliste offen hast mit dem Controller und die Waffe auswählen willst mit dem Linkstick, dann fährst du nebenbei. Es ist komplett scheiße. So, längerer Kommentar. Er will aber das Game irgendwie nicht attraktiver machen. Ich meine, das Game ist im Early Access, das mit dem Controller ist sowieso kacke und diesen Bug mit dem Fettsäck ist seit Beginn schon. Da ich persönlich bin happy, dass der nicht gefixt wurde. Ja, stimmt, der wurde ja gar nicht gefixt im Endeffekt. Und noch eine Sache, ich finde, jedes Game braucht so seine Geheimtricks. Das mit dem Null Power ist zwar schon bekannt, aber trotzdem geil. Man kann auch so gut wie in jedem. Man kann auch in so gut wie jedem SS. Ist es Sickest Shot oder Shooting Star? Oder. Wahrscheinlich ist es Sickest Shot ein Fettstex mit nur Stärke in Rebound genießen. Den letzten Satz traf ich nicht. Was der mit Sickest. Also, es ist Sickest Shot, Shooting Star oder Subsniper. Gibt jetzt da drei Möglichkeiten. Was heißt MISC? Ich google sogar für dich. Es das heißt so viel wie übersetzt Verschiedenes, wie es jetzt im Englischen heißt, weiß ich auch nicht. Gehen wir da auf. Achso, warte. Warte, es heißt. Ich hoffe, die Spiele sind zu laut. Miscellaneous. Miscellaneous. Heißt Verschiedenes, divers, vermischt. Oder als Main Ding sonstiges. Aber Miscellaneous heißt es. Einfach mal MISC in Google jetzt eingeben und den ersten Vorschlag nehmen, dann könnt ihr es euch selber anhören. Miscellaneous. Aber gute Frage. Arbeite mal an deinem Englisch. Ja, gut, du wirst wahrscheinlich recht neu auf dem Channel sein. Es war nie. Es war mal schlechter, sagen wir es mal so. Bin ich mit Rollerspiel jetzt eigentlich schon chillig. Man kann nur nicht die Waffenstufe auswählen oder Gears einsammeln. Ach, stimmt, Waffenstufe. Stimmt, es gibt es auch noch fürs Levelfield. Levelfield Choose Weapon Level. Das ist natürlich scheiße. Ansonsten ist es nice, man kann eigentlich die Maus nicht mit Controller bewegen. Ja, genau, das ist auch noch so ein Negativpunkt. Man kann zwischen dem Menüpunkt hin und her springen. Und du kannst auch. Also, ich finde allgemein, dass du da manche Sachen überspringen. Also, nicht überspringen kannst, finde ich aber irgendwie blöd. Aber das mit Gears ansammeln ist ein ganz großer Nachteil. Naja, weil für die Leute, die halt noch die Gears brauchen, ist es halt. Echt scheiße, ich meine, eigentlich hast du da Maus neben dran, wenn du ein PC-Spiel spielst, außer die ist wirklich auf einmal kaputt, dann ist es blöd. Aber Daily Win Bonus auf Y, das ist, wenn du es mal bekommst, dann ist es tatsächlich gut. Spiel mal einmal Hot Seat, können wir mal probieren, ja.
Und es ist an dem Englisch. Ich habe eigentlich nicht mal so viel Englisch vorgelesen. Ich habe es eigentlich alles direkt übersetzt. Einen Satz, ja, okay. Es wird aber auch nicht besser, kann ich jetzt schon sagen. Die Icons im Menü hüpfen jetzt. Okay, längerer Kombi. Pride Rock ist, glaube ich, der große Felsen aus König der Löwe. Ich habe das Musical vielleicht gesehen. Das kann aber vielleicht sogar sein, weil ich war ja in Hamburg. Das kann vielleicht sogar sein. Ich habe wieder D-Sync gerade gehabt. Also Verzögerung. Ja, also ja. Es war nicht lange gekommen da. Das Update ist ganz ehrlich mir recht egal, aber ich finde es ziemlich kacke, dass Fertigs und Bambums gefixt wurden. Freue mich schon auf Runden, wo jemand die Waffen hat und so schießt. Perfekte Situation für Troller und so weiter, wenn er das Spiel für Konsole rausbringt. Alter, mach mal Satzzeichen. What the fuck, Alter. Da war bis jetzt noch kein Punkt. Molek, pass auf. Ja. Okay, wo war jetzt der Punkt? Ja, auf jeden Fall, bis jetzt ist ja Fertig Sonne gefixt. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Und das mit der Map. Ich finde die recht beschissen. Hab sie mir nur zur Vervollständigung geholt. Jo, danke. Same. So ungefähr wird es jeder machen hier, der zu viel Gears übrig hat. Oh, das war. Werdet ihr nie spielen? Jawohl. Update 3 Wochen später kam es ein schlechter Schatz. Ja, du weißt ja nicht, wie es. Also, ich habe ja keine Ahnung von Informatik. Wie lang man für sowas braucht, wie kompliziert sowas ist. Ich habe ja absolut keine Ahnung. Vielleicht ist es wirklich mehr Aufwand, vielleicht. Weil ja quasi das mit einem USB-Device verknüpfen muss. Aber ich meine, der Maus ist auch ein USB-Device. Wo du das einbinden musst. Also, ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich eine Ahnung hätte, wenn ich Informatik studieren würde, wäre ich jetzt im vierten Semester. Dann könnte ich vielleicht damit sagen, was die Probleme sind. Aber ich mag es nicht. Besser so. Profilbild ist, glaube ich, seit dem Update da, aber ich habe gefragt, ob das Profilbild da immer da ist. Ich kann es nämlich nicht. Also, ich kannte es nicht, dass es da oben ist. Kann aber sein, dass es ewig da war und ich achte da bloß nie drauf. Und ich habe es einfach wieder vergessen. Es wäre cool, wenn man den Laserbeam-Stream Skirmish machen könnte. Genau, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Dass man jetzt alle Waffen zur Auswahl hat, wie in der Firing Range, mit ausgewählten Leuten, weil du kriegst eher nichts Multiplikator von 0. Du hast ja keinen Gewinn dadurch. Dass du zum Beispiel deine anderen Leute nur mit Laserbeams oder Nukes zerlegst und die haben selber nur, keine Ahnung, Counter-3K. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sowas machen kann, weil ich meine, dann machst du eine konzentrierte Stunde, machst die ganzen Versuche, gibst der Turntime ungefähr auf Infinity, quasi bis der letzte einloggt, der hat ewig Zeit, musst du 1000 Mal nachfragen, merkst dich aber so ein Winkel und dann hast du das. Weißt, irgendwann kommt es und wenn das kommt, dann machen wir so viele Sachen, weil diese ganze Batterie macht auf der einen Seite spannend. Bloß wenn es halt dann nicht funktioniert, war zum Beispiel eine halbe Stunde komplett umsonst. Das ist dann wirklich immer sauschade, weil ich meine, sowas bei 8 Leuten zu koordinieren ist nicht ganz so einfach, obwohl wir Discord hatten. Ist einfach geil, gebt ihr auf die ganze Firing Range. Ich meine, wenn ich jetzt sage mit allen Waffen, dann ist es natürlich, dann weiß man, wie die Waffe ausschaut, aber sage ich halt okay, nur die Waffe, die derjenige schon freigeschalten hat. Heißt, wenn wir doch mal einen Plauder machen wollen, dann ist es halt wirklich nur für Leute, die Level 100 erspielt haben, was ich aber dann ganz ehrlich auch gerecht finden würde. Das heißt, so ein Juke und Beam Level 90 ist jetzt nicht so die Kunst zu erspielen. Ist es wirklich nicht. Ab 90 wird es eigentlich erst interessant, eigentlich so ab 95. Aber gut, Hotseat ist ein Shortcut zum Skirmish, so ähnlich wurde es mal im Update gesagt. Ah ja, stimmt, da war mal was. Da kommst du nämlich, glaube ich, über die Singleplayer. Ne, keine Ahnung rein. Ich finde es unnötig, dass er das Spiel an der Konsole rausbringen will, weil er es nicht mehr auf dem PC gescheit verkaufen kann. Also kommt ehrlich, 1 Million verkaufte Einheiten. Der Typ ist doch erst 25. LOL. Der Typ ist doch erst 25. Oder so ist Update. Das Interview, was mir Gänge geschickt hat, war glaube ich 2010. Da war er 18, 5, 26 müsste der Typ sein. 1 Million Einheiten mal 7 Euro sind 7 Millionen. Das mit Serverkosten, alles abziehen, Stromkosten und vielleicht einmal einen Festplattentausch, dies, jenes, bla bla bla. Ich meine 7 Millionen nur durch SSL.
dann wahrscheinlich noch irgendwelche Lizenzen oder sowas und Steam-Ding und Steuern, was weiß ich. Also sagen wir mal so, 1 Million wird schon übrig bleiben, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe quasi gelassen, wenn, dann ficke ich mich selber oder uns beide. Suchst du da raus. 39. Im Menü hüpfen jetzt die komischen Logos herum. Right? Wahrscheinlich kill ich mir einfach selber. GG. Machen wir noch eins, aber ich. Ja, komm, mal noch ein paar Kommis da sind, weil es auch recht längere Dinger sind. Im Menü bei Weapons ist auch so ein Bug zu kommen, wenn man scrollen. Ja, genau, das haben wir schon gemacht. Mit Controller geht's und mit. Ich glaube, Pfeiltasten geht's auch, aber mit dem Mausrad geht's nicht. Machen wir jetzt 3 Spieler, können wir fast einen Single-Shot machen, Alter. Machen wir da, komm, Single-Shot, Alter. 3-7-2. Ich hab's noch nie gespielt. Ja, na, FFA-Lobby steht in der Elo-Team, dann genau, das haben wir auch schon gecheckt. Also, es sind schon ein paar Fehler dabei und ich habe auch, glaube ich, gestern noch einen Kommentar gekriegt, dass er das Spiel wirklich sicher auf Konsolen rausbringen will, aber ich weiß nicht warum. Ich sehe keinen Grund, das auf Konsole rauszubringen. Das soll erst einmal die Spiele auf dem PC fertig machen. Ich glaube, die Portierung ist dann an sich einfacher. Also, verstehe ich nicht. Der Controller vibriert, wenn man von einer Waffe getroffen wird. Erdbeben. Achso, nicht die Waffe Erdbeben, sondern das normale Terraform, zum Beispiel in Turn 11 oder bei extremen Flächenschaden. Und wenn man trifft. Falls was Wichtiges und Spannendes Update ist, dann schreibt mich wer an, please. Schade eigentlich, dass SSL out ist. War auf einem guten Weg, sehr erfolgreiches Spiel zu werden, aber Ketchum hat es aber verkackt. Ja, aber es soll halt nicht parallel an dem ganzen Scheiß arbeiten, sondern es soll halt erst einmal schauen, dass er eins fertig kriegt, das Spiel hier komplett releasen. Und dann das System machen. Das sollte mal was machen, was für Leute nach Level 100 oder nach Chopper wegen interessant ist. Ich meine, da die ganzen Runden und Wins hat er ja schon so hart genervt, um Faktor 5. Da gibt es halt jetzt auch keine Challenge mehr, so mega, ne? Just Bullshit. Wenn wir jetzt wieder was Spannendes kommt, installiere ich das Spiel wieder. Werden dem Fang keine Waffen öffnen. Jo. Ja, jetzt werde ich es krieg ich's aber, ne? Geil, Alter, Pinger. Den weiß ich sogar jetzt. Weil mir der. War vielleicht der wenig optimistisch. Aber vielleicht der blaue, das bräut meistens sehr weit. Ja. Ja, das, weil das bräut. Ich glaube, der. Keine Ahnung warum. Geil, das Update. Wir sind meistens schon 2 Tage her. Die Update-News, die ich hier gerade durchgehe, sollte hoffentlich klar sein. Muss ich gerade einen Kommentar durchlesen, der, glaube ich, Sigurd 1 sich bezieht. Auch schon ewig her. Das ist nämlich gerade wegen die Debatte, was jetzt Sigurd ist und was nur ein Trickshot ist, was quasi nicht mal Sigurd würdig ist, war halt Sigurd 1. Ne? Da ist aber vom. Das ist natürlich alles. Ich meine, ich greife diese ganze Schnittdebatte jetzt nicht nochmal auf. Ich habe beim Stream gestern schon lange genug, die mir wegen genervt hat. War halt noch eins und ich hatte noch nicht so viele Szenen. Oder bloß meine Szenen, weißt du? Wenn es das erste ist, immer so wegen das. Schauen wir mal. Ja, Bumper Bombs ist bekannt. Gamer Lights, ja, jetzt habe ich mittlerweile genug Stream-Szenen. Ich kriege morgen, also heute, also. Hab heute schon bekommen, hoffen. Ey, wenn ich heute das nicht bekommen habe, dann kotze ich erst einmal in die Uni, ganz ehrlich. Mein Praktika-Zeitplan und dann weiß ich, wann ich genau wo sein muss. Ne, das ist wirklich wichtig, weil die Dinger ziehen sich 4 Stunden Praktikum an sich. Davor musst online quasi so ein, ja, nennen wir es Fragebogen, Multiple Choice quasi machen. Kriegst quasi das Skript zugestellt.
um was A der Versuch geht, B ja wegen Grundlagen, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, deinen Zugversuch machst, du musst halt wissen, was es ist und warum sich jetzt zum Beispiel der Kunststoff so und so dehnt und der Metall so und so. Oder warum jetzt da die und die Spannung auftreten, weißt du, und das wird halt abgefragt, das ist aber halt online und das darfst halt nicht verkacken, sonst fliegst komplett aus dem Praktikum raus. Ja, du hast 6 Praktika einzeln und das gesamte Praktikum besteht aus den 6 Stück. Hammer, vielleicht haben wir 3,54, 3,54. Deswegen muss ich da das trotzdem lernen. Ich meine, das ist, da es online ist, legst du das Skript neben hin und gibst Steuerung F. Und das Problem ist, das sind 5 Fragen, nur Multiple Choice, hoffentlich, weiß ich nicht. Und aber du hast nur 5 Minuten Zeit. Heißt, du musst es trotzdem irgendwo schon mal lernen oder gehört haben. Ich meine, viel hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Ich hoffe es. Ist aber nicht sicher. Und dann musst du nach dem Versuch, nach die 4 Stunden Protokoll schreiben, über das du 2 Wochen Zeit hast. Dadurch, dass wahrscheinlich viele Versuche parallel laufen. Also Woche 1. Dann vielleicht einmal eine Woche gar nichts. Dann kommen dafür 2 Dinger in einer Woche. Oh, habe ich einen Lack, Alter. Hast du quasi immer Protokollüberschneidungen mit komplett verschiedenen Leuten. Das ist nicht, dass wir sagen, okay, wir sind in der 6er oder 10er Gruppe und wir sind immer zusammen. Nee, 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 nee. Das ist nämlich das Problem. Und es muss halt komplett koordiniert sein. Was es eh nicht so, lol. Was es eh nicht sein wird. Und ich musste einfach schauen, wie es läuft, weil ich halt kaum am Wochenende daheim bin. Gerade im Mai. Ja, aber schauen wir mal. Ich muss ja mal morgen schauen und dann habe ich auch meinen finalen Stundenplan. Nach 3 Wochen. Nee, Bullshit, nach 2 Wochen Uni. Sorry, sind das 2. Kommt mir schon so lang vor. 9.4. ging es los. So, nach dem Spiel machen wir dann auch Schluss. Wir haben dann 40 Minuten. Ich mache nicht absichtlich so lang. Eigentlich schon mache ich so lang, weil halt so lang es kommt. Also, wenn ihr mal eine Folge nicht komplett schauen wollt, und ihr wollt sie aber komplett schauen, stelle ich eigentlich darauf ein, dass eh nicht täglich einer kommt. Ich sehe schon, dass das komplett schief geht. Deswegen schieße ich mal einfach da rein. Vielleicht glitscht hier einer durch. Kann man mal machen. Wenn jetzt da noch die Bande so hoch gewesen wäre, ne? Und dann da nochmal und dann da getroffen, wäre schon nice gewesen. Sind ja nicht die spannendsten Spiele, das weiß ich. Und live mal letztlich ist Shot. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr so Short-Scene-Videos, wo ich die alle genau mit reinschneide, weiß ich immer noch nicht. Aber schauen wir mal. Sonst läuft ja eigentlich nichts davon. Aber wenn ich das Semester ziemlich gut überlebe und die Klausuren vom letzten Semester, die immer noch nicht raus sind, dann habe ich schon wirklich viel, viel geschafft. Also, dann kann ich, glaube ich, ja mal langsam ein wenig abschnaufen. Fünftes ist nicht mehr ganz so viel, dann kommen ein wenig die Klausuren, die ich wahrscheinlich geschoben habe. Okay, sind dann trotzdem noch 3 insgesamt in Summe, oder ne, 4 sind es. Das ist ein normales Semester eigentlich, 4 Stück. Und im sechsten hast du dann eigentlich Wahlfächer wahrscheinlich, dann kommt noch ein Praktikumssemester. Dann machst du sowieso eigentlich nichts. Außer Praktikum machen. Und so zieht sich das halt noch ein wenig hin. Ich will eigentlich Nico treffen, ob das jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja. Kann man mal machen, ne? Sechsundneunzig. Das könnte schmerzhaft werden, ne? Ja, gut, Tangent kannst du meistens wegschmeißen. Also, wenn du es leveln musst, willst dann. Also, wenn du wirklich viele Waffen levelst, dann sind leveln willst und du bist der Hoster, mach die Items an, weil gerade in solchen Dingen kannst du dich dann gut teleportieren. Oh nein. Na gut, wenigstens bloß 4. Ich glaube, das Spiel dauert, aber ich fahre jetzt. Ich versuche mal ein bisschen den Weg Richtung Mitte zu bestreiten. Ja, oder ich probiere es zu halb. Kein neuer, geil. Mich würden mal die Spielerzahlen SSL interessieren. Ich glaube, die Statistik kann man irgendwo abrufen. Wenn ihr mal einen Link habt, schreibt es mir in die Kommis. Ob er dann, oder schickt mir in Steam, je nachdem. Aber ich weiß nicht, ob YouTube so einen Link nicht als Spam erkennt oder macht er Leerzeichen dazwischen oder irgend so. Irgendwo. Am besten nach dem Hauptding, also nach am DE oder wo auch immer das steht. Wenn es eine englische Seite ist, halt der EN oder sowas. Oder .com, was weiß ich. Weil das würde mich interessieren, weil ich glaube, dass die Spielerzahl so ungefähr seit. Ja, wann kam die letzte Waffe? Februar, ne? Dass seit Februar so die Spielerzahlen echt runter sind. Also, das wäre jetzt meine Vermutung. Und der jetzt noch hochgeht, der. Ah, gut, ist eh dead.
Okay, wir haben einen Groll leere. Oh, das wird schwer. Oh, heiliges Gott. 5. Schön die obere rechte Seite. Aber hey. 6 XP. Haben oder nicht haben. Ist halt das Gute an dem Modus, weil du kriegst halt pro Treffer 5 XP eigentlich kostenlos dazu. Und ich weiß noch, dass ich früher gesagt habe, Rüben ist ein absoluter Hass-Modus. Sag ich da geilste den. Ja, wow. Bleibe lieber safe, bevor ich mich selber treffen kann. Weil das ist alles schon passiert, dass du dich selber triffst. Gibt's dann Abpraller? Ist es? Jetzt muss ich. Ich glaube, ich habe Glück. Ja, ich weiß, was er wollte. Das überlege ich gerade wie. Es ist nämlich nicht so geil zu machen. Wahrscheinlich wird es gar nichts, aber gut. Fuck. Was denn? Ach Gott, Alter. Das ist schön. 40 Minuten, ey, gut, sich mal zum Hochladen ist es kein Problem. Ey, wenn wir wieder mal. Ich setze an 5er drauf, dass mein PC beim Rendern wieder ausgeht. Er geht ja nicht mal aus. Alle USB-Geräte sind halt aus. Aber der PC läuft doch und Bildschirm ist halt auch aus. Also ich weiß ja, was das ist. Das hätte so getroffen, ne? Vielleicht doch der Kill, weil so alles auf einem Ding war. Yo, oh. Ja geil, UFO, muss ich das schon mal treffen, ey. Ich würd's. Ja, das werden ja noch Gewinde spielen. Ach komm, Alter. Wobei, ob das getroffen hätte, ich weiß nicht, wie weit diese Fläche und Nisse gab, das hat gar nicht mal getroffen. 100 Crit hätte noch 34, ich meine, ich hab 13. Na, 55 Wind trifft ihn nicht. Je nachdem, ja, was es gewesen wäre. Da war ich die Sache, die ich gestern versucht habe zu erklären. Beim runden Bumper würde die Witches Promo oder Wicked Witch oder Golds einfach runterfliegen. Wenn ich jetzt dahin schieße, ich demonstriere es einfach mal, ist nämlich hier nicht der Fall. Die geht wieder nach oben kommt irgendwo wieder runter, wenn sie denn runterkommt. War jetzt ein wenig blöder Wind, war ein wenig scheiß Winkel. Aber das ist immer so. Außer natürlich der gerade Bumper ist hier deutlich. Nah am Gegner, also wenn es hier so ist, dann trifft es schon. Ich meine, habt ihr gerade gesehen, der geht nicht sofort nach oben, der geht nicht durch. Der geht ein wenig nach unten und es kommt darauf an, wie nah der Gegner wechselt, wo er Hindernis kommt. So, ich schreibe BB, waren aber schöne rund 40 Minuten. Wir haben 1474014. Wir claimen Gaily Bonus. Ist der Harvey Scoop playing right now? What the fuck? Noch zwei Missionen habe ich alle drei. Wahrscheinlich ist es die letzte, der Final Boss und Fiesta Forever. What the fuck, Alter. Übrigens, bei Harvey Scoop wirst du eh nie mitspielen können, weil die ihr 4er Privatlobby. Würde mich echt wundern, wenn die mal in der Public Lobby gehen. 4 gegen 4 oder sowas machen. Also weißt du, Team 1 gegen Team 2, also das ist Team ausgewählt, ist nicht random zusammengestöpselt wird. Das wird mich hart wundern. Aber glaube ich nicht, das, aber keine Ahnung, weißt du nicht, lass mich mal überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann Samstag im Stream und bis dahin, haut rein.